Obers Allee, Jünger, schön, dass wir uns heute getroffen haben hier. Es gibt natürlich immer einen Anlass, sich zu treffen. Es ist auch schön, wenn man sich ohne Anlass treffen kann. Aber Sie stehen einer Organisation vor, einem eingetragenen Verein, der sich Aktion für behinderte Menschen bei der Krankenwelt. Eine Organisation, die es schon 42 Jahre gibt in diesem Jahr, 1978. Viel Bundeswehr am Anfang, inzwischen aber auch viele andere freiwillige Helfer hier, die sie unterstützen. Die Wurzeln der Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg liegen in Neustadt-Stadtallendorf, in der dortigen Brigade, ehemaligen Brigade. Ein Stabsarzt aus Marburg, der Erfahrungen während seiner Zeit in Marburg gesammelt hat, in der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung, wird Brigadearzt in Neustadt-Stadtallendorf, in der dortigen Brigade, und trifft dort auf den Oberst Jörgens, den Brigadekommandeur. Die beiden entschließen sich, das, was der Brigadearzt in Marburg erlebt hat, in Neustadt-Stadtallendorf in eine Struktur zu gießen. Und sie gründen das erste Kuratorium Aktion für Behinderte, damals noch Marburg-Bienenkopf. Heute ist das Oberhessen. Dieses Kuratorium hatte sich zur Aufgabe gemacht, junge Soldaten mit behinderten Menschen zusammenzubringen. Das war so die Uridee. Und ich sage immer, was die vor über 40 Jahren gedacht und getan haben, war Inklusion in Reinkultur. Denn sie haben junge Soldaten, Wehrpflichtige, aber auch Zeitsoldaten mit behinderten Menschen zusammengebracht, haben dann sehr schnell sehr viel Geld auch gesammelt, um jedes Jahr eine Freizeit durchzuführen. Bei der Freizeit, wo jeweils ein behinderter Mensch mit einem Soldaten gemeinsam auf Freizeit, heute alles nicht mehr möglich, weil sich die Strukturen geändert haben. Aber das sind unsere Wurzeln. Es war 1978, weil schön, dass man also erstmal den Hintergrund ist, die Bundeswehr ja zuerst mit der Gesellschaft und die Soldaten, Bürger in Uniform, war die politische Lesart. Ja. Auf der anderen Seite war man mit Behinderten in der Gesellschaft, kam man nicht zurecht. Die wurden oft noch ausgeschlossen, weggesperrt. Insoweit war das ja ein ganz wichtiger Schritt, auch die Behinderten in die Gesellschaft und über die Soldaten in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ja, 1978, ich bin 1979 bei Hofkommandeur Mengringhausen geworden und war damals automatisch der Vorsitzende des Kuratoriums Aktion für Behinderte Waldeck-Frankenberg, weil nämlich der Oberst Jörgens wurde nach seiner Verwendung in Neustadt-Stadtallendorf stellvertretender Operationskommandeur in der 2. Panzergrenadierdivision und hat im Stationierungsraum der 2. Panzergrenadierdivision von Kassel, Landkreis Kassel bis nach Gießen und von Waldeck-Frankenberg bis nach Werra-Meister-Kreis hat er solche Kuratorien gegründet. Alle mit der gleichen Satzung und jeweils der höchste Soldat in einem Landkreis war der Vorsitzende. So bin ich automatisch Vorsitzender des Kuratoriums Aktion für Behinderte Waldeck-Frankenberg geworden. Das war auch mein Antrieb, dann mich um behinderte Menschen überhaupt zu kümmern, auch nach meiner aktiven Dienstzeit, 1996 pensioniert. Wir haben damals wirklich versucht, den Staatsbürger in Uniform, so wie das heute auch noch in vielen Bereichen passiert, auch heute haben wir immer noch Verbindungen zu den Streitkräften und zur Bundeswehr, den Staatsbürger in Uniform auch als einen Menschen darzustellen, der nicht nur als Soldat dient, sondern der auch soziale Aufgaben übernimmt. Und wir haben das hier jetzt gerade wieder im Bereich Corona erlebt, wo Soldaten ja auch sehr vieles getan haben, was außerhalb ihres normalen Dienstes liegt. Corona, sehr schönes Stichwort. Die
die Aktion für behinderte Menschen, weil der Frankenberg hat über Jahre hinweg Aktionen gemacht, angefangen von den sehr beliebten Konzerten des Heeres Musikchors Kassel, über Weihnachtsbaumverkäufe, hier gerade, wir sind hier Farbe und Meißler drin, also wo sie auch auf offenen Armen und Ohren stoßen, hier mit der Unterstützung, unterstützt mit Sponsoren. Sie stellen ein Bus zur Verfügung, der es Rollstuhlfahrern ermöglicht. Und einen Kombo, wir haben also zwei Fahrzeuge. Ja, also alles dieses Privatinitiative her und Corona hat es natürlich alles geändert. Das heißt, ihre Jahresplanung, die sie normalerweise ein Jahr vorher machen, wurde dieses Jahr komplett über den Haufen geworfen. Auf der anderen Seite ist durch Corona, durch die Einschränkungen, durch den Lockdown, sind verschiedene Gruppen zum Teil komplett ausgeschlossen worden, unter anderem die Behinderten, denn da kann man nicht immer den gewünschten Abstand einhalten und die nicht. Ja. Weil sie sind ja oft dann zu Hause oder in ihren Einrichtungen. Und bei allen diesen Einrichtungen, die wir haben, bleibt es trotzdem eine Art von, ich möchte nicht sagen eingesperrt sein, aber trotzdem die Möglichkeiten für diese Behinderten sind stark eingeschränkt. Dabei wollen die ja am Leben teilnehmen. Ja, das ist, wenn wir mal die beiden Aufgaben der Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg uns angucken, was auch für die anderen sieben oder sechs Vereine in Nordost- und Mittelhessen gilt. Ich bin auch Präsident der Aktion für behinderte Menschen Hessen. Ich bin also auch der Bobberste für die sieben Vereine. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, auf der einen Seite Menschen mit Behinderungen dort zu unterstützen, wo die offizielle Hilfe nicht ausreicht, zu spät kommt oder gar nicht greift. Deshalb ist es für uns auch so wichtig, dass wir die enge Verbindung haben zu den Kommunen. Alle Städte und Gemeinden in Waldeck-Frankenberg sind unsere Mitglieder, eine ganz wichtige Geschichte. Und das Zweite, was wir in den letzten, sage mal, 10 Jahren sehr intensiv betrieben haben, ist eben das, was Sie gesagt haben, die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf gesellschaftlichen und öffentlichen Leben. Und das drückt sich zum Teil, das drückt sich auch zum Beispiel darin aus, dass wir versuchen, bei unseren Konzerten, die im Moment alle ausgefallen sind, und wir hoffen, dass wir im zweiten Halbjahr noch das eine oder andere Konzert dann auch durchführen können, dass wir Menschen mit Behinderung zu unseren Konzerten einladen, ihnen natürlich keinen Eintrittspreis abnehmen und auch versuchen, mit unseren Fahrzeugen, aber auch darüber hinaus mit geleasten Fahrzeugen, diese Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen, gerade auch aus Altenheimen, zu unseren Konzerten zu bringen. Eine Aktion für behinderte Menschen in Frankenberg ohne ehrenamtlich Tätige, ohne engagierte Mitglieder, nicht denkbar. Ja, das Ehrenamt wird in Deutschland sowieso sonderlich hoch geschätzt. Immer dann, wenn man sie braucht, dann werden sie beklatscht. Ansonsten geht es ähnlich wie den Pflegekräften. Corona ist im Abschwellen, zumindest in der öffentlichen Meinung, und das Balkonklatschen hat aufgehört. Ja, genau. Ja, also die Aktion für behinderte Menschen, sowohl in Waldeck-Frankenberg als auch überregional, sind Vereine, die ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Wir haben also keine hauptamtliche Struktur. Das machen wir alles ehrenamtlich, und wir müssen natürlich auch bei unseren Aktivitäten, gerade hier in Waldeck-Frankenberg, immer wieder zurückgreifen auf Ehrenamtliche, auf Freiwillige, die uns unterstützen. Das sind zum Teil natürlich unsere Mitglieder, die sich bereit erklären, uns zu unterstützen. Aber wir versuchen,
gerade in dieser Zeit, jetzt wird das bei Corona, wird das nochmal ein Stück mehr deutlich, wenn wir die Planungen machen für die nächste Zeit, dass wir auch versuchen, außerhalb unserer Mitgliedschaft Menschen zu gewinnen, die ehrenamtlich für uns tätig werden. Und dieses ehrenamtliche Tätigwerden ist deshalb so notwendig, weil wir in den großen Unternehmen, gerade auch in Waldeck-Frankenberg, zwar eine ganz außergewöhnliche und gute Betreuung Menschen, die dort betreut werden, haben, aber dass es aufgrund der Struktur, auch der personellen Ausstattung nicht möglich ist und nicht im ausreichenden Maße möglich ist, diese Menschen, die eine Begleitung benötigen. Viele sind ja auch so, dass sie alleine losziehen können. Aber es gibt eine große Anzahl von Menschen, die begleitet werden müssen, wenn sie aus den besonderen Wohnformen an Veranstaltungen teilnehmen wollen. Und das ist ein Projekt, was wir jetzt im Moment als wichtige Aufgabe sehen. Ausgelöst worden ist das im Endeffekt durch ein Erlebnis, was ich im letzten Jahr hatte, als wir den inklusiven Kreiswandertag gemacht haben. Dort war in einem Wohnheim, hatte ich Menschen angesprochen, ob sie denn auch zum Wandern kommen. Sie haben gesagt, ja. Und als dann der Wandertag durchgeführt wurde, da waren die nicht da. Da war einfach die Situation eingetreten, dass in diesem Wohnheim Personal ausgefallen ist. Einige wollten nun dahin fahren, aber hatten keine Begleitung und andere mussten dort betreut werden. Deshalb hat das nicht geklappt. Deshalb habe ich auch überregional, bin damit auch im Hessischen Sozialministerium offene Türen eingelaufen, dass die auch festgestellt oder dass die mir bestätigt haben, dass da eben das Personal nicht ausreicht und dass das ausschließlich über das Gewinnen von Ehrenamtlichen geht. Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter, gerade in Corona. Und das ist ja Kultur, ein Teil unserer Identität, ein Teil unseres sozialen Lebens. Ja. Ins Theater, Kino, Konzerte, Ausstellungen, man kann darüber diskutieren, man kann gemeinsam Spaß haben. Und das ist jetzt für die Nichtbehinderten ja schon lange weggefallen, auch die vermissen das. Aber gerade die Menschen, die sie betreuen, die brauchen das doch vielleicht etwas mehr, weil es gibt viele, das wird immer vergessen, es gibt viele, die führen ein komplett selbstständiges Leben. Das müssen aber regelmäßig betreut werden, insoweit, dass jemand guckt, dass man ihnen kleine Hilfestellung gibt. Und dann gibt es eben den Extremfall, wo diese Menschen außer dem Kopf und vielleicht der Hand nichts mehr bewegen können, aber geistig durchaus sehr rege am Leben teilnehmen. Deswegen liegt Ihnen dieses Kulturbegleiter eigentlich so am Herzen, dass Sie teilnehmen, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in Corona-Zeiten den Menschen auch deutlich zu machen, ihr gehört in die Mitte der Gesellschaft, ihr gehört in die Konzerte und so weiter. Ich will das nochmal sagen. Das ist also das übergeordnete Projekt, dass wir das sehr breit streuen. Und wir wollen jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder anfangen, nach Corona unsere Veranstaltungen durchzuführen, zum Beispiel mal einen Ausflug von wenigen behinderten Menschen hier im Meißlabyrinth oder so etwas. Deshalb haben wir jetzt nochmal runtergebrochen auf die unterste Ebene, also bei uns, den Begriff der Kulturbegleiterin, Kulturbegleiter eingeführt, die Freiwillige, die wir gewinnen, die Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen auch aus Altenheimen und Pflegeheimen begleiten zu Veranstaltungen, die wir
die wir durchführen. Also da sind zunächst einmal die beiden Konzerte, die wir jetzt noch vorhaben, hoffentlich finden sie statt. In Eppe mit dem Hessischen Landespolizeiorchester und mit der Egerländer Besetzung des Hessischen Musikchors in Adorf. Diese beiden, für die wollen wir also jetzt mal anfangen, ganz klein zu werben und zu versuchen, dass wir dort... Der eine oder andere hat sich schon gemeldet, aber da wollen wir einfach versuchen, über die freiwilligen Helfer, über die Kulturbegleiterinnen und Kulturbegleiter Menschen zu begleiten. Was heißt das? Wir stellen also wir organisieren einen Fahrdienst und die Kulturbegleiter fahren dann zu den Einrichtungen mit unseren Fahrzeugen, nicht als Fahrer, aber als Betreuer, nehmen dort die behinderten Menschen auf, bringen sie zum Veranstaltungsort, bleiben bei ihnen am Veranstaltungsort, betreuen sie also während der Veranstaltung auch und bringen sie wieder zurück. Das ist so der Hintergrund, den wir dabei haben. Und sind doch so ein bisschen während der Veranstaltung. Sind doch Ansprechpartner für die, wenn irgendwas Besonderes ist, genauso ist es. Es ist also dieses Gefühl auch dem Menschen mit Behinderung zu geben. Ich habe jemanden, den ich jetzt hier in dieser besonderen Situation ansprechen kann, der unmittelbar für mich jetzt auch zuständig ist. Wenn diese behinderten Menschen zu jemandem Vertrauen gefasst haben, stellt man immer wieder fest, sie sind sehr harmoniebedürftig. Das heißt, auch bei der ehrenamtlichen Kulturbegleiterin, Kulturbegleiter, daneben sitzen, die Hand halten und sich gemeinsam freuen. Ja. Vor allem, weil es eben nicht die originären Betreuer sind, sondern da kommt mal jemand von außen, der kümmert sich um mich. Da kommt jemand, der kümmert sich um mich. Und ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, da auch eine Struktur aufzubauen. Vielleicht auch über diese zwei Konzerte hinaus, natürlich, das ist natürlich unser Ziel. Aber zunächst einmal wollen wir das ausprobieren bei diesen beiden Veranstaltungen und vielleicht noch bei der einen oder anderen kleineren Veranstaltung, also Besuch im Maislabyrinth oder so etwas, wo wir dann diese Kulturbegleiterinnen und Kulturbegleiter dann bitten, Menschen mit Behinderung so ein wenig zu begleiten. Das heißt, keine pflegerischen Arbeiten zu leisten, sondern einfach nur da zu sein. Ja. Ja. Zu begleiten. Das heißt, Kulturbegleiterinnen und Kulturbegleiter. Und sind Sie ja lang gedient als Soldat und ein Plan ist immer nur so gut wie die Lage, die aktuelle Lage. Und da muss man ja sagen, dass Sie nicht die Einzigen sind, die sich um Ehrenamter bemühen. Wäre eine Alternative zum Beispiel freiwillig soziales Jahr leistende FJ-Tesla, aber das können Sie finanziell nicht leisten. Nein, das können wir, dazu haben wir auch nicht die Struktur. Okay. Wir machen das mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Das sind zum großen Teil sind das Leute, die noch im Berufsleben stehen. Nicht so wie ich, der als Pensionär, der ich dann auch ungebunden bin. Aber die meisten, wir haben keine Struktur, um so etwas zu machen. Freiwilliges soziales Jahr. Wobei ich ein Verfechter auch der Dienstpflicht für alle jungen Leute bin. Auf dem anderen Blatt, wir reden hier vom Ehrenamt, weil die Schwierigkeit wird ja sein, die das machen. Das heißt, wenn sich jemand sind das in der Regel ja Leute, Menschen, die entweder Behinderte im Familienkreis haben oder zumindest Bekannte haben, wo man genau sieht, was das ausmacht, wenn man diese Leute unterstützt.
ich sag mal, auf die Sänger, auf die Vorstellungen, das ist alles nicht vergleichbar, aber Ehrenamtler müssen sie alle. Ja, also ich bin ganz sicher, dass wir damit den richtigen Weg gehen, um auch Menschen zu gewinnen für diese Aufgabe, dass wir sagen, das ist nicht verpflichtend. Du kannst sagen, ich will das einmal machen und wenn ihr dann vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr wieder jemanden braucht, dann sprecht mich mal an. Ich will also nicht irgendwie in eine ständige Abhängigkeit geraten, sondern ich möchte gerne ganz freiwillig mich für bestimmte Dinge zur Verfügung stellen. Das wäre ja zum Beispiel, wenn es klappt, das hatten wir ja schon angesprochen, die Egerländer-Besetzung des Heeresmusikkorps und es interessiert sich jemand für volkstümliche Musik, zu sagen, oh, für mich die Gelegenheit, da hinzukommen, ja. Einzig kostet ja eh kostet nichts, ja. Spende, ja. Aber dann auch noch Gutes zu tun. Ja. Also das war mir. Ja. Also, dass jemand sagt, Das interessiert mich. Ich bin einmal daran interessiert, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, auch den Verein, die Aktion für behinderte Menschen bei der Frankenberg zu unterstützen, weil die eine tolle Arbeit leisten. Auch das ist ja manchmal Antrieb. Aber eben auch zu sagen, auch ich habe einen Mehrwert. Ich begleite da jemanden hin, tue damit ein gutes Werk und ich habe auch noch Freude an der Musik oder an der Veranstaltung. Ja, das Projekt, das startet ja im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, sofort, also die Suche nach den ehrenamtlichen Kulturbegleiterinnen und Kulturbegleiter. Da gibt es verschiedene Ansprechpartner im Vorstand zum Beispiel, einmal die Andrea Dreisbach, an die man sich wenden kann. Ja. Und die Adressen werden wir selbstverständlich hier noch veröffentlichen. Dann den Geschäftsführer, der Horst Wehle, der da aktiv ist. Also wir haben das jetzt im Moment so gemacht, dass sich zunächst einmal die potenzielle Kulturbegleiterinnen und Kulturbegleiter bei mir melden. Ja. Jürgen Damm, güdam@freenet.de. Genau. Das ist meine E-Mail-Adresse, das ist am besten. Oder auch 056914268. Mich anrufen. Und ich nehme dann die erste Verbindung auf und wenn das dann eine Struktur gibt, dann übernehmen unsere Vorstandsmitglieder, die Andrea Dreisbach und der Horst Behle. Eigentlich könnte man sagen, je mehr sich melden, desto weniger wird der Einzelne belastet. Völlig klar, ja, natürlich, natürlich. Also das belastet, aber desto... Aber man kann ja auch... Umso mehr kann man natürlich die Menschen natürlich auch ein bisschen Freude machen, indem man sie... Völlig klar. Wir hatten im anderen Zusammenhang mal gesprochen, was den Menschen sicherlich fehlt, dass die sogenannte, was immer von ihnen organisiert ist, diese Inklusionsdienste fehlt, wo also man bei Disco-Kugel und alkoholfreien Getränken so richtig abzappeln kann, die auch ihren Spaß haben. Ja. Das ist etwas, wo wir natürlich Menschen brauchen, die uns unterstützen. Also, das fehlt. Jetzt haben wir, und ich habe ja das Skript hier vorliegen, noch eine andere Geschichte, wo Sie sagen, hohes Lebensalter, Vereinsamung, Mobilitätseinschränkung. Das hat also gar nichts mit Behinderung zu tun an sich. Die Leute nicht in dem Sinne, wie wir Behinderung verstehen. Ja, natürlich. Unsere Satzung sagt ganz deutlich, dass wir nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für ältere Menschen arbeiten. Und das Problem auf dem Land. Ja, also Vereinsamung. Die ältere Dame, die irgendwo auf dem Dorf sitzt und sagt, hey, das wäre doch mal schön, wenn ich da mal das Landespolizeiorchester mir anhören könnte. Wie komme ich nur dahin? Dass die dann die Möglichkeit hat, sich bei uns zu melden und dass dann jemand dorthin fährt, sie abholt und wieder zum Konzert fährt und dann wieder nach Hause bringt. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ja, okay, das muss nur organisiert werden, aber da haben wir Erfahrung. Erstmal rundum für eine gelungene Kiste, um das mal so zu sagen. Erstmal um ein sehr hoher Maßstab, den Sie da an sich selber zu organisieren. Ja.
Aber wie bei jedem Projekt, man muss es machen. Und wenn es anläuft, wird man sehen, wo es Verbesserungsbedarf oder wenig Interesse gibt, um das dann nochmal zu ändern. Ich möchte gerne, dass sich viele Menschen meinen, dass sie geeignet sind, oder dass sie dort unterstützen können, sich bei mir melden, damit ich sie berufen kann über das, über diese Geschichte. Und ich mache das dann ganz persönlich. Ich fahre dorthin und besuche die Kulturbegleiterin, dass sich viele Menschen melden, mit denen wir dann dieses Projekt auf die Schiene setzen können. Das Verbundverbleite für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Verbreitung über die sozialen Medien möglich ist. Ja. Das machen wir gerne und unterstützen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mich zu interviewen und mir die Möglichkeit zu geben, dass ich mal unsere Aktion auf der einen Seite, aber auch dieses neue Projekt Kulturbegleiterin, Kulturbegleiter Ihnen erläutert habe. Ein alter Marketing-Spruch heißt, tu Gutes und rede drüber. Ja, ist so. Ja. Und bei den Soldaten heißt es, Klappern gehört zum Handwerk. Oberstadt Jürgen Damm von der Aktion für behinderte Menschen bei der Klinik. Ich habe mich zu bedanken.